Was Leute, hier ist wieder Draklanus mit Let's Play Assassin's Creed Revelations. Das erste Mal seit vielleicht einem halben Jahr, keine Ahnung. Das Spiel ist übrigens immer noch blind. Ich habe es nicht durchgespielt in der Zwischenzeit. Es ist alles noch blind. Und, ja, auch meine erste Aufnahme mit einem Standmikrofon bei PlayStation 3. Warum das nochmal erwähnenswert ist, ist einfach, weil hierbei hat man einen Controller in der Hand, der vielleicht zu nah am Mikro ist und dessen Bewegungen man vielleicht hört. Dieses ganze Klackern da, ich kann es ja mal da, wenn ich mich so komisch rumbewege. Also muss ich den schön weit unten halten, damit er möglichst nicht vom Sound eingefangen wird. Ich hoffe, das gelingt mir auch ganz gut. Das hier ist quasi die Testaufnahme. Wenn da noch was vermurkst ist, dann übernehme ich natürlich die volle Verantwortung dafür. Was gibt's zu sagen? Ich weiß absolut gar nichts, was wir hier hatten oder was wir hier machen. Ich weiß nicht, wo wir sind oder sonst was. Ich weiß auch gar nicht, wo wir aufgehört haben und was wir zu tun haben. Hier wird eine Festung angegriffen. Okay. Und hier haben wir Sophia-Erinnerung. Eine Sophia-Erinnerung. Hier haben wir aber einen Auftrag, den ich gleich mal markiere. Machen wir den Auftrag zuerst, beziehungsweise als zweites dran, weil ich hier doch noch einen Turm erspähe. Genau den da. Ja, so. Wollen wir mal gucken, wie das geht. Ich habe in letzter Zeit immer nur Risen 2 aufgenommen. Es tut auch mal gut, was anderes aufzunehmen. Auch wenn mir Risen Spaß macht. So ein bisschen Abwechslung brauche ich dann schon von dem Spiel. Gut, dass ich mir das Projekt noch aufgehoben habe, beziehungsweise es teilweise vergessen hatte. Ja, so. Komm schon. Na los. Kann ich da nicht so hoch? So. Wir sind auch, glaube ich, noch ziemlich am Anfang des Spiels. Ich habe keine Ahnung. Ich habe jedenfalls vor, es vor dem Release von Assassin's Creed 3 fertig zu kriegen. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht mal, ob ich dieses Spiel dann Let's Playen werde oder ob ich es mir überhaupt anschaffen werde. Ich weiß es einfach nicht. Tatsache ist jedenfalls, es hat mir Lust gemacht, den Trailer zu schauen von Assassin's Creed 3. Und das sind eine Menge Boote. Schöne Stadt. Schöne Stadt. Warte mal. Wie ist sie? Das spätere Istanbul. Hieß früher, glaube ich, Konstantinopel, wenn ich richtig liege, oder? Warte mal. Ach ja. Ich kann ihn aber nicht ausspähen, oder? Ups. Kann ich wirklich nicht? Oh, 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 oh. Nein! Ach, Mist. Er greift nach den Sternen, als er tot da liegt. Nein, ganz ehrlich, konnte ich den gerade nicht entdecken? Er ist auf der Karte gekennzeichnet, also ist es immerhin ein Turm, den ich noch nicht entdeckt hatte. Beziehungsweise von dem aus ich die Umgebung noch nicht sozusagen gescannt habe. Was haben wir denn dann da? Kann ich mir vielleicht angucken hier. Im Startbildschirm unter Optionen. Steuerung. Umsehen. Empfindlichkeit, vertikale Flugsteuerung. Ach, das ist alles. Das sind also die Steuerungen. 3D-Stärke? Nein? Ansonsten haben wir ja alles. Blut ist natürlich an, ja. Wie soll es denn auch anders sein? Statistik brauchen wir alles nicht. Ich werde schon noch herausfinden, wie es war. Gut. Dann jetzt keine weiteren Ausflüchte. Lassen wir den Turm mal Turm sein und kümmern uns einfach mal um das Gebiet, was wir da insgesamt haben. Okay? Dieses Spiel wird sowieso kein 100% Run sein. Es wird halt so weit sein, wie ich in der Story komme. Und, sagen wir es mal so, wenn ich Lust auf Nebenfeatures habe, mache ich sie halt. Ansonsten. Ja genau, dann können wir ja noch mal ein bisschen Kampf üben. Klinge. Okay. Na, lass das. Wie man das macht, habe ich immerhin noch drauf. Ja. Ich muss noch mal. Unten. Ich nehme aber ziemlich viel Schaden, kann das sein? Und ich habe gerade keine Ahnung, wie man ab. Ach so. Okay. Man kann also doch so abwehren. Das ist aber wirklich. Ich habe hier gerade Medizin oder sterbe wie Hulle. Das gibt's doch gar nicht. Ich muss auch mal zu einem Rüstungsmacher, das sieht man schon. Ja, so.
Komm her! Dein Blut klebt an meiner Klinge. Friss selbst dein Geweide. Er ist nicht tot? Was sind das für heftige Leute eigentlich? Ich habe langsam das Gefühl, ich tue besser daran zu fliehen. Ja, langsam. Nach 2 Medizinen. Ist klar. So, das machst du nicht. Die halten aber wirklich extrem viel aus. War das schon immer so? Nein. Das lässt du. So, wenigstens einer ist tot. Das sind aber extrem viele. Hör auf, mit der Waffe zu zielen. Nein, das lässt du. So viel zum Thema einfach mal Story machen hier. So, wenn sie am Boden liegen, kann ich sie sofort erstechen. Ansonsten habe ich kaum eine Chance. Mit dem Schwert. Ich könnte ja auch andere Waffen benutzen. Das stimmt ja wohl. Und so. Nein, das lässt du. Wenn sie genug Schaden haben, geht sie auch so. Nein. Du stirbst. Und du auch. Und hernieder mit dir. Jetzt komm schon. Haben wir hier noch was? Wir kämpfen erstmal so weiter. Ich bin gerade auf der sicheren Seite. Nein. Jetzt komm schon. Das war, glaube ich, sogar meine letzte Medizin. Und nebenbei ziemlich gut ausgeteilt, Großer. So, so, so. Jetzt komm schon. Ihr müsst entschuldigen, ich muss mich erstmal wirklich hier reinfinden. Ich habe dieses Spiel wirklich monatelang nicht angefasst. Jetzt hör auf. Oh. Wir werden ja noch sehen, wer hier sterben wird. So. Och du Schande. Was ist mit dir denn los? Der Typ ist abnormal. Habt ihr euch das angesehen, was der für Zuckungen gemacht hat? Das war schon nicht mehr... Tja, ja, ich habe keine Medizin mehr. Das ist... Ah doch, jetzt. Na gut. Vielleicht noch eine oder so. Kann ich gucken? Achso, ich heb ja auch Medizin von denen auf. Na, dann ist ja gut. Dann durchsuchen wir sie. Los, los. Ich hätte mir auch Assassinen zur Hilfe nehmen können. Also freundliche Assassinen hier. Habe ich ja immerhin noch 3 Balken hier voll. Aber daran denkt man nicht, wenn man so neu im Geschäft ist wieder. Es ist so, als würde ich das Spiel das erste Mal spielen. Vielleicht sogar noch schlimmer. Ich wollte doch nur nach Hause. Dann geh doch nach Hause. Ist mir doch egal. Oh, nö. Der hat mich schon längst geholt. So, also, endlich die Mission. Ich arrangierte ein Treffen mit meinem Onkel Ahmed und dem Janitscharen-Hauptmann Tariq Barletti. Die Janitscharen sind meinem Großvater treu, aber sie sind recht erbost über seine Wahl für den nächsten Sultan. Euer Onkel? Genau, die Janitscharen bevorzugen meinen Vater Selim. Eine heikle Situation. Aber wie passen die Byzantiner ins Bild? Ich hatte gehofft, ihr wüsstet es. Könntet ihr mir helfen, es herauszufinden? Das versuche ich ohnehin. Ich kann euch helfen, solange unsere Interessen sich kreuzen. Ich nehme, was ich kriegen kann. Es gibt eine Luke auf der Spitze dieses Turms, die zu einer geheimen Kammer führt. Geht dorthin, wartet und beobachtet. Dann werden wir genau das tun. Ein schwieriges Treffen. Süleyman untersucht den Anschlag auf sein Leben. Belauschen Sie seine Unterhaltung mit dem Janitscharen-Hauptmann Tariq Barletti. Akzeptieren. Süleyman, oder wie? Ich fühlte Süleyman. So. Darum auf den Turm. Beobachten. Oh nein. Oh nein. Anschleichen ist irgendwie nicht gerade mein Motto heute, hä?
Das wollen wir mal hoffen. Kann ich eigentlich richtig entkommen? Sprich, offenbar nicht. Gott hat dich verlassen, Assassine. Also, ich nenne das hier Gottes Fügung, dass ihr hier so blindlings hochklettert und es mir leicht macht, diesen Kampf hier zu gewinnen. Ganz gleich, ob es einer hochschafft. Insgesamt, oder zwei. Insgesamt geht ihr trotzdem hernieder. Das ist der ewige Kreis. Genau. Dann kann ich euch ja noch hier schön looten. Medizin voll. Das verwundert mich, ehrlich gesagt. Und ich sollte wirklich bald zum Rüstungsmacher. Dann kann ich auch mein volles Leben benutzen. Und vielleicht kriege ich ja noch ein paar Rüstungsteile so von wegen... Ich meine, guck mal, genug Geld habe ich ja. 17.000. Da werde ich bestimmt so einiges zusammenklabustern können, um mir ein bisschen mehr Leben zu kriegen. So, ich glaube, das... Genau. Hört auf meinen Neffen, Tariq. Eure Inkompetenz grenzt an Verrat. Allein der Gedanke, dass eure Janitscharen heute von einem italienischen Lautenspieler bezwungen wurden. Unerhört. Ein unverzeihlicher Fehler, Effendim. Ich werde das umfassend untersuchen. Ich werde die Untersuchung führen, Tariq. Aus wohl offensichtlichen Gründen. Evet, Shehzadem. Ihr besitzt eures Vaters Weisheit. Und seine Ungeduld. Onkel, wie gut, euch unversehrt zu sehen. Sei gegrüßt, Süleyman. Alaha emanet olun. Tariq Bey, auf ein Wort. Was wohl der Zweck dieses Angriffs gewesen sein mag? Mich schwach aussehen zu lassen? Wie einen unfähigen Stadtvogt? Wenn ihr eure Hand im Spiel hattet, Tariq, habt ihr einen schweren Fehler begangen. Mein Vater hat mich als nächsten Sultan erwählt. Nicht meinen Bruder. Ahmed. Ich bin außerstande, mir den Verrat, den ihr mir vorwerft, nur vorzustellen. Was habe ich getan, dass mich die Janitscharen gering schätzen? Was tat mein Bruder für euch, das ich nicht tat? Darf ich offen sprechen? Aber bitte. Ihr seid schwach, Ahmed. Zu nachdenklichen Kriegszeiten und zu unstet im Frieden. Euch fehlt die Leidenschaft für die Traditionen der Ghazi. Ihr sprecht von Brüdern in der Gesellschaft Ungläubiger. Ihr werdet ein guter Philosoph, Ahmed. Aber wohl kein guter Sultan. Ihr findet allein hinaus. Was war denn mit seinem einen Arm los? Den er nicht so bewegt hat. Der sah so starr aus. Eine nette Familie, hm? Eurem Onkel mangelt es an Einfluss über jene, die er bald kommandiert. Tariq ist ein harter Mann. Stolz und fähig, aber ehrgeizig. Und er bewundert meinen Vater sehr. Doch gelang es ihm nicht, diesen Palast vor den Byzantinern zu schützen. Das erfordert unsere Aufmerksamkeit. Allerdings. Wo sollen wir anfangen? Behaltet Tariq und seine Janitscharen im Auge. Sie verbringen einen Großteil ihrer Zeit im und um den Bazar. Ich sehe mich dort um, wenn ich Zeit habe. Gut, und schon wieder ein bisschen Gold. Okay. Volle Synchronisation gescheitert, nicht entdeckt werden, ist auch egal. Wir machen's einfach. Wir machen's so nach, beziehungsweise ich mache es so nach, dem Drag-Linus-Spiel-Style. Der bekanntermaßen kein Spielstyle ist, sondern eher eine Aneinanderreihung von Versagen. Aber das ist eine andere Geschichte. Gut, jetzt bin ich aber tatsächlich mal interessiert. Endrüstungsmacher. Ich habe es jetzt so oft angesprochen in diesem Part. Also, haben wir da irgendwas? Vielleicht. Vielleicht ist es aber auch irre weit weg. Zum Beispiel Söldner Hauptquartier. Söldner Hauptquartiere. Das ist, Piriräis, ja stimmt, der Bombentypi. Wir haben Diebesgebäude. Wir haben dort eine Schmied. Rüstungsmacher, Schmied meine ich. Und wir haben doch sicherlich, genau, diese Tunneleingänge. Und das ist der nächste. Da will ich also erstmal hin. Diese Parts werden übrigens trotzdem nicht so lange sein. Weil, hat einen ganz einfachen Grund. Beziehungsweise doch, ich kann die Parts eigentlich lang machen. Ich muss nur zwischendurch schneiden. Dann schneide ich jetzt mal ganz kurz. Kleinen Moment.
Okay, da sind wir wieder. Warum ich jetzt geschnitten habe und das hier nacheinander hänge, obwohl ich genauso gut hätte am Stück aufnehmen können und es derselbe Part ist, hat einen ganz einfachen Grund. Weil es sonst in meinem Renderprogramm asynchron wird. Siehe die letzten Parts von Metal Gear Solid 2. Werdet ihr noch früh genug sehen, was ich meine. Oh, zu Metal Gear Solid 2 fällt mir auch noch einer, muss ich ja noch was machen. Der Kampf... Gäbe es doch ein Wort, das mein Erstaunen beschriebe. Der Kampf mit dem Metal Gear Solid, mit dem Metal Gear Race ist ja auch ein bisschen verkorkst. Was für ein Spektakel. Weil da mein Grabber abgeschmiert ist zu dem Zeitpunkt, deswegen ist er gar nicht vorhanden. Deswegen muss ich den irgendwie im Bosskampfmodus oder so nachmachen. Habe ich schon getestet. Wird nicht so spektakulär, aber Hauptsache er ist da. So. Dann gehen wir auf jeden Fall noch zum Schmied, bevor ich den Part beende. Das waren ja gerade eben 15 Minuten, als ich so abgebrochen habe. Das bedeutet, Asynchronität sollte es eigentlich nicht geben. Die geht's erst, tritt eigentlich erst so ab 20 Minuten auf. So. Gucken wir mal. Und 20-Minuten-Part finde ich eigentlich ganz gut. Warum? Ach egal, ich will es gar nicht wissen. Offenbar meine Abonnenten auch nicht. Oder? Schreibt's doch in die Kommentare. Die Frage der Frau. Warum? Aber bloß nicht von wegen, ach, das will ich gar nicht wissen. Und ich hatte keine Ahnung, dass ich das kann. Huh? Ich habe das Spiel echt schon lange nicht mehr gespielt. Sagt mal. Ist das... Das ist das, was ich denke, oder? Egal. Wir lassen das erstmal, denn wir sind immerhin da. Ups. Ach, ist schon gut genug. Sehr unterhaltsam. So. Das wollte ich noch einmal machen, der alten Zeiten wählen, weil daran erinnere ich mich noch. So. Gucken wir mal. Tunnelausgang. Ja. Ja, ich glaube, das ist sogar genau dort, wo ich hin will. Dann wollen wir mal schauen. Gibt es hier irgendwelche Tipps, die hier angezeigt werden? Oder darf ich mich nur im Kreise drehen? Ich drehe mich jetzt im Kreise, ganz still und stumm. Das ist nicht so wie in Metal Gear Solid 3. Bloß nicht auf den Boden kotzen dabei. Der läuft übrigens gerade von alleine. Aufhören. Aufhören, sag ich. So. Der Schmied. Das ist so ein Böser. Der Schmied, wo es den wohl gibt? Da. Ups. Na genug. So, genau. Dann haben wir die Richtung, dann gehen wir doch mal hin. Ups, sorry. Ein bisschen Respekt auch bitte. Feuerspucker. Ach nee, wir waren schon da. Ein Blick auf die Karte mehr würde nicht schaden. Huch. Das war wohl der Grund, warum ich noch keinen Schmieden hier hatte. Aber das machen wir gerade schnell. Das ist im Budget drin. Und das Einkommen ist gestiegen. 2000 alle... Wie viele Minuten? Letzten Monat kaufte der Gouverneur von Borlu 200 meiner Besten. 200 deiner Besten ist doch egal. Reparieren. Alles reparieren. Dann haben wir schon mal unser normales Leben wieder normal. Was haben wir hier? 2,5. Warte mal, das macht keinen Unterschied. Wo ist denn das Leder? Oder meint er bloß das da drunter? Also hat Eisenplatten auf jeden Fall. Oder? Ja, das ist das Einzige, was ich kaufen kann. Dann nehmen wir genau das. So, Geld haben wir noch eine Menge. Armbrust. Hätte ich mir fast kaufen können. Aber ich scheine noch mehr. Ja, die Armbrust will ich als nächstes, glaube ich. So, das sieht doch schon besser aus. Jetzt haben wir 7 und nicht mehr 6 Lebensbalken, oder? Das sind doch nicht 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 8 statt 7. Und eben konnten wir bloß 5 nutzen, die ganze Zeit hier. Das bedeutet, im Kampf haben wir jetzt auch mehr. Das ist eine Bank. Da könnte ich doch theoretisch jetzt ein bisschen Geld abheben. Oh ja. Damit habe ich... Ein guter Geschäftsabschluss. Definitiv. Das auch nur, weil ich Spaß dran habe. So, gucken wir mal. Nee, nee,
Ich habe gerade fast Billy Mays verstanden. So. Nein, ich zeig lieber ein bisschen Respekt für den Händler und kaufe eine Armbrust bei ihm hier. So, machen wir das. Ich weiß, das wollte ich auch schon vorher, vor ein paar Monaten schon. Haben wir es endlich. Ach, Munition, Armbrustbolzen. Haben wir offenbar voll. Gut, ist also so jetzt auswählbar. Das begrüße ich doch. Aber wir wechseln trotzdem wieder zum Schwert. Ups. Ich wollte eigentlich bloß das Schwert einstecken. Bei Trost. Sophia-Erinnerung. Ich glaube, die markiere ich mir gerade mal auf der Karte für den nächsten Part. Weil insgesamt wird es schon reichen an Part-Action, die wir hier hatten. Ein bisschen Kampf, ein bisschen Fail. Aber auch eine Mission, wo wir ein bisschen gehorcht haben. Sophia-Erinnerung? Da! Genau! Die lassen wir dann für den nächsten Part. Mein Name ist Rick Linus. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Let's Play Assassin's Creed 2. Revelations. Entschuldigung. Bis dann!